Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum Team of the Week. Jawohl, wir spielen heute nochmal in unseren Farben. Ab morgen spielen wir dann in den neuen Farben, in den World Cup Farben. Jawohl, die FIFA WM beginnt bald. Natürlich, ich bin ein großer WM-Fan. Ich bin nur kein Fan des Austragungsortes. Oh, Mascherano-Team. Am Sonntag. Jetzt spielen wir heute erstmal gegen das Team of the Week. Müssen wir mal gucken. Kevin Trapp im Tor habe ich schon gesehen. Salah im Sturm. Das sind jetzt nicht unbedingt die Spieler, die ich gerne habe. Bremer, Gabriel in der Innenverteidigung ist nett. Ja, müssen aufpassen. Jabi schnell, Salah schnell. Wer ist da vorne im Sturm? Oh, okay, ist nicht so schnell, aber trotzdem. Icardi, Bonaventura, Player, Golovin, Schmeichel. McCarthy, ja, nach dem Wochenende, was der geliefert hat, definitiv verdient. Trainer Pep Guardiola, ja, wollen wir natürlich verhauen heute. Das ist die Mannschaftsaufstellung. Bearbeiten. Zidane rausnehmen. Für Zidane Valverde rein. Kaká raus. Für den kommt Gnabry. Und final Carvajal für Eusebio. Auf geht's. Let's go. Schauen wir mal. Letzten Mal liefen eigentlich ganz gut. Unter der Woche lief super, am Sonntag lief super. Am letzten Freitag ging diese bittere 2-3 Pleite. Den wollen wir heute aus dem Weg gehen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Mini. Geraldo Becker. Geraldo Becker, Kevin Trapp. Erste Parade für den deutschen Nationaltorhüter. Kevin Trapp, für mich generell ist diese, unsere Torhüter sind alle sehr, wie soll ich sagen, alle unsere Torhüter sind stark, das waren sie aber eigentlich immer schon. Problem, was ich nur kommen sehe, ist, wie soll ich es erklären? wir haben drei starke Torhüter und ich, im Moment könnte ich mich nicht entscheiden. Neuer ist halt, war jetzt eine Zeit lang verletzt. Trapp hat in der Zeit eine super Leistung gebracht, deswegen kann ich nicht beurteilen, dafür folge ich die spanische Liga nicht genau genug. Weiß nur, dass Barcelona Tabellenführer ist aktuell. Mit Glück oder ohne, lassen wir mal dahingestellt. Oh, stark rausgegritscht. Aber ja, würde ich schon eigentlich gerne natürlich als Frankfurt-Fan würde ich natürlich schon gerne Kevin Trapp im Tor sehen. Hernandez schießt erstmal Spieler ab. Uff, Alaba verpasst. Dann Salah zum Glück richtig fahrlässig. So richtig Liverpooler Leistung im Moment, die er da gerade abgeliefert hat. Oh, Geraldo Becker kommt da noch zum Schuss. Knapp. Kevin Trapp. Gut pariert. Ja, weiß nicht. Also ich würde tatsächlich Kevin Trapp tatsächlich eine Chance geben als Nummer 1. Soll da natürlich nicht so enden wie bei Kahn und Lehmann, dass man dann einen anderen Torhüter praktisch absägt. Mehr oder weniger. Wobei, ja gut, Lehmann und Kahn war eigentlich gar nicht so schlecht. Lehmann war in der Zeit bis minimal besser als Oliver Kahn. Ja, oh, Geraldo Becker nimmt den Ball perfekt an, aber dann verspringt er ihm. So, Konterchance. Machen sie Jabi zurück in die Mitte. Das unterbindet natürlich diesen perfekten Konter ein bisschen, gibt uns Zeit nach hinten zu kommen und Alaba gibt es Zeit zu klären. Das ist Benzema, der schickt Becker. Und Becker überläuft die Verteidigung. Das ist Gabriel. Ah ne, kann er nicht überlaufen. Ist nicht schnell genug. Meunier, Benzema. Boah, Trapp. Wahnsinn. Kevin Trapp, by the way, 88 hat er. Puff, der war knapp von Eden Hazard. Die Ecke war nicht schlecht ausgeführt. War mal was anderes. Pfiffe werden laut. Weiß gar nicht warum. Aber Kevin Trapp sich anscheinend so lange Zeit lässt. Das ist Mario Gomez. Gehen wir von The Davis mit. Davis zurück auf Gomez. Gomez auf Eden Hazard. Boah! Alter! Entschuldigung!
Also wir spielen das hier richtig schön, by the way. So, und jetzt Achtung. Gut, ist ein bisschen gebuggt, aber theoretisch, man erkennt die Armbewegung als Reaktion. Nicht schlecht, Kevin Trapp. Kevin Trapp hat 88, glaube ich. Müsste mal schauen, wie viel Manuel Neuer hat. Giraldo Becker. Ah. Ist doch nicht so der Kunstschütze. 89, 90 sogar. Ja gut, da muss Kevin Trapp noch ein bisschen zulegen. Sadio Mané verpasst übrigens die WM, finde ich super schade. Weil ich mir sicher bin, dass Sadio Mané die eine oder andere Team of the Week-Karte bekommen hätte. Wie gesagt, Sadio Mané ist so eine Karte, die wir natürlich gerne noch haben wollen würden für die Mannschaft. Die wir brauchen würden im linken Mittelfeld. Das ist Hand. Nein? Sehr nett. Aber es ist eigentlich... Hier spielt nur eine Mannschaft. Hier spielt nur eine Mannschaft. Aber ich würde sagen, das ist ein Foul. Das wird es auch nachträglich noch geben. Michael Ballack, Kevin Trapp, direkt in die Arme. Dafür war der Freistoß leider zu weit weg. Dass da hätte wirklich was Gefährliches draus werden können. Goretzka. Becker. Ach. Komm, es startet zwar, aber leider nicht so, wie er hätte richtig starten können. Und dann ist wieder nach hinten. Ballack ist hinten auch ein bisschen fahrlässig. Davis passt jetzt auch mal nicht auf. Und boah, Manuel Neuer. Zwei, dreimal im Nachfassen. Ungewohnt. Benzema, Gomez, oh, den hat er nicht gesehen, der hat Ballack im Hintergrund nicht gesehen, Ballack 1-0, 35. Minute, Michael Ballack, waren sich sicher, dass ich den Ball zurück auf Benzema spiele, Ballack sticht durch und macht die Bude, der Captain. Echt gut bewacht. Becker! Kevin Trapp. Alles gut, einfach weitermachen. Thomas Meunier. Schade, war wieder knapp. Hazard ist da gut dabei heute mit den Schüssen. Muss ihn echt lassen. Und sie pfeifen Trapp aus. Weil er beim Abstoß jedes Mal so lang braucht. Meunier, ja, Becker läuft nicht. Das ist natürlich schlecht dann. Meunier fehlt jetzt hinten. Da ist zum Glück Hernandez da. Oh, schöner Ball. Sie stehen gut hinten. Bremer und Gabriel stehen immens gut hinten. Und jetzt gibt es Elfmeter. Jetzt hat Hazard geschafft. Im siebten Schuss gibt es den Elfmeter. War schön abgefälscht, by the way. Ja, wie das Elfmeter sein kann, frag mich bitte nicht. Es ist klar angelegt. Aber gut, Michael Ballack gegen Kevin Trapp. Ballack 2-0. So kalt vom Punkt. So kalt vom Punkt. Bam! Haut er den. Boah. Ganz stark geschossen, Elfmeter. Doppelpack von Michael Ballack, vom Captain.
Nandes. Oh ja, ist nicht so das Goldene vom Ei. Das war so ballgespielt, Alter, das ist eine Frechheit. Aber okay, auf der anderen Seite war es gerade auch Elfmeter, also. Halt mal die Schnauze. Neuer. Halbzeit verdient. Absolut verdient. 2-0. Ja. Starten wir mal weiter so mit dieser Mannschaft. Das ist eine souveräne Führung. Man merkt, dass unsere Mannschaft konzentrierter an die Sache geht als das letzte Spiel gegen das Team of the Week. Man merkt aber auch, dass das Team of the Week diese Woche nicht so stark ist wie das letzte Woche. Muss man jetzt dazu sagen, vor allem weil eben auch Mohamed Salah seine Leistung nicht bringt. Und wenn halt einer der besten Spieler die Leistung nicht bringt, ist es immer ein bisschen schwer für den Rest dann die Leistung zu bringen, die einer der besseren Spieler nicht bringt. Ballack kriegt den Ball nicht durch, deswegen hier gleich mal eine riesen Kontermöglichkeit. Goretzka spielt ja den fünften Verteidiger. Macht aber gut. Davis gefällt mir im Moment gar nicht. Neuer, keine Chance mehr. Ja, nee, Alphonso Davis, es geht auf deine Kappe. Da brauchst du den Gegenspieler auch gar nicht beschimpfen. Dieses Ding, dieses Ei geht auf deine Kappe. Da bist du selber schuld. Insigne bringen wir jetzt mal für Becker. Becker hat zwar gut gespielt, aber Verbesserungspotenzial. Natürlich macht es der Nigerianer. Nur, dass das hinten schon kein Elfmeter war. So wie Davis da den Gegner wegkretscht. Und die muss jetzt das gut machen praktisch, was Alphonso Davis hinten gerade versaut hat hinten. Oh, nee, zweiter Pfosten. Kommt keiner mitgelaufen, leider. Verliert den Ball da außen. Ja, ein bisschen aggressiver jetzt als vorhin. Insigne spielt das sofort Außenverteidiger. Gefällt mir gut. Ja, jetzt probieren sie es auch mit einigen Grätschen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir es nicht wieder vertändeln hier. Das ist uns letztes Mal schon so passiert, dass wir in der zweiten Hälfte dann richtig runtergeschalten haben vom Tempo. Und dann läuft es gar nicht mehr. Wieder stark dazwischen gegangen. Saha kriegt den Ball nicht durch. Benzema, der sich von hinten einschaltet. Gut gemacht von Goretzka. Gomez. Jetzt geht der Ball durch auf Benzema. Schön gespielt. Karim. Benzema. Da wäre schlauer gewesen, den Ball nochmal in die Mitte abzugeben vielleicht. So, mitgelaufen gewesen. Ballack kriegt jetzt erstmal gelb. Für diese Grätsche vorhin gerade. Sie kommen mir da auch ein bisschen zu leicht durch. Benzema hilft hinten mit aus. Mondi. Ja, nee, Neuer. Gut so. Also irgendwie tauen sie jetzt ein bisschen auf. Das taugt mir so gar nicht. Oh, noch eine Ecke. Schön durchkombiniert. Ballack mit aufstützen. Kein Abseits von Salah. Und das ist gut gemacht. Das ist ganz, ganz gut gemacht gewesen. Insigne. Ballack. So. Nimmt das Tempo mit. Nimmt Mondi mit. Mondi nimmt Zaha mit. Zaha nimmt Ballack mit. Und Ballack probiert es mit einem schönen Schuss. Klappt nicht ganz so. Insigne danach nochmal. Der schießt den Verteidiger ab.
Und Insigne nochmal und nochmal trifft er Gabriel, glaube ich. Das wirkt jetzt auch natürlich jetzt auf euch wahrscheinlich ein bisschen hilflos, aber eigentlich waren die Chancen uns eigentlich gut da, dass da so ein Ball mal durchgeht. So wie jetzt zum Beispiel. Spiel breit machen. Saha, Mondi. Mondi, Saha, Benzema, 3-1. Das sollte jetzt eigentlich die Erlösung sein. Schön gespielt von Mondi und Saha. Kommen beide nicht in eine gute Schussposition, sehen aber dann, dass Benzema perfekt stehen würde. Wir bringen Valverde. Und Gnabry für Gomez. Das heißt, Gnabry nimmt das rechte Mittelfeld. Insigne vorne jetzt im Sturm zugange. Ballack, wie gesagt, gelbe Karte. Er muss raus, hat auch nicht die Kondition, dass er hier 90 Minuten durchspielen kann. Ja, das ist halt für den Anfang ganz, ganz wichtig, Michael Ballack. Valverde bräuchte mir irgendwann mal eine Update-Karte. Aber dann müssen wir erstmal schauen, dass wir jetzt andere Spieler kriegen, so wie ein Eder Militao, ein Sadio Mané. Du willst doch nicht sagen, dass das ein Freistoß war, Junge. Mädel. Lukas Vazquez wäre zum Beispiel noch so eine Option. Der hat bis auf defensiv, glaube ich, alles 80er-Werte. Physis hat er, glaube ich, keine 80, sonst hat er auf alles 80er-Werte und das ist schon stark. Schön gemacht, schön rausgespielt. Meunier, das ist Salah. Salah war zu viel gedribbelt. Oh, schön gespielt von... Und das war noch schöner gemacht. Das ist Francesco Valverde. Valverde in die Mitte, Trapp, easy. 81. Minute, Ball geht raus. Valverde übrigens schön abgefangen gerade. Muss man echt lassen. So, dann zu Insigne. Ja, da passt einer gut auf. Wenn Goretzka durchgeht, kommt er da locker hin. Und die, oh, schöne Ballannahme. Das war perfekt für Winfried Zaha. Winfried Zaha, nein, kommt nicht durch. Mondi mit dem Kopf zu Goretzka, jawohl. Goretzka. Ah, nee, verliert den Ball noch nicht. Goretzka, jetzt verliert er ihn. Ja, dribbel, dribbel, schön, Spiel Fußball. Kommt ein langer Ball nach vorne. Und den kriegt Mondi. Ach Gott im Himmel. Das sind die Sachen, die nicht gehen. Hernandez. Wenn es da Elfmeter gibt, das hätte mich jetzt sehr gewundert. Goretzka. Goretzka, da ist Platz jetzt mal in der Mitte. Goretzka. Mondi. Ja, schön gedacht. Nee, schlecht in der Ausführung. So, Mondi ist da bei Salah. Zaha, schön gespielt. Mondi. Schön in den Lauf für Insigne. Der kriegt den Ball nochmal ein zweiter. Du kannst doch nicht da abpfeifen. Das ist so respektlos. Du läufst einen Konter. Bist am 16 oder schwierig oder nee, es reicht. Du brauchst nicht mehr schießen. Das war so schön gespielt gerade. Der Schiri einfach so, nee, lass mal, lass stecken. Reicht jetzt. Das kann es doch nicht sein, Alter. Ist mir ehrlich. Das geht nicht. Kannst da nicht einfach abpfeifen. Ja, dann kann man hier hinten kann man gar nichts mehr sehen. Ballack. Hätten wir das 1-0.
spielt man wirklich eine der größten Rollen bei uns. Unsere Legende. Der ist so schön geschossen, ehrlich. Und der Elfmeter war genauso schön, muss man einfach mal an der Stelle sagen. Also da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Wir haben beide wundervoll ausgeführt, wundervoll geschossen. So, und dann schlagen wir das Team auf Weg 3-1. So, dann haben wir hoffentlich in der nächsten Folge gegen Javier Mascherano dasselbe Glück. Schauen wir mal am Sonntag. Davor haben wir noch, wie gesagt, ein paar Packs zum Öffnen und wir kriegen, glaube ich, noch einen Marvel Superhelden WM Hero. Müssen wir mal gucken. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen. Ciao, mein Freund.